Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen. Heute mal wieder was Neues. Ja, wir haben endlich was Neues bekommen. Wir warten schon sehnsüchtig darauf. Und ja, ich möchte dafür natürlich auch ein Unboxing machen. Also, hier ist das Neue. Nein, das ist das Messer. Das ist zwar auch neu, aber darum geht's heute gar nicht. Heute geht es um das hier. Wir haben den Landwirtschaftssimulator 17 bekommen. Und zwar habe ich den gleich als Collectors Edition bestellt. Wir gucken mal, also was da drin ist. Das Spiel, das ist schon mal gut. Ne? Ja, das Heft The Art of Modding. Dann Lanyard Exclusive Insight and Modding Video Tutorials. Dann haben wir ein Fendt Vario 900 bekommen, 10 Markenaufkleber, ein A2-Poster und 5 Concept Artworks. Ich bin mal gespannt. Wir werden uns das mal anschauen. Dafür will ich mal hier dieses Ding aufschneiden. So, extra neues Messer genommen. Das alte war nicht mehr so richtig scharf. Und ja, hat uns dann ein bisschen Probleme gemacht. So, alles schön verpackt, sieht auch richtig interessant aus, denn das Ganze ist hier ein bisschen, ja, man kann es jetzt hier nicht so gut sehen, aber der Bereich hier, der ist so richtig gemasert und das wirkt so ein bisschen wie, ja, nicht einfach nur gedruckt, sondern, ja, so leicht erhaben, also leicht erhoben. Das klingt richtig gut, sieht richtig gut aus. So, und jetzt schauen wir mal, wie wir das Ganze hier abkriegen, vorsichtig, weil da sind so Klebepunkte drauf. Ich hoffe, die lösen sich dann auch von der Verpackung ab und nicht vom Papier. Naja, es geht, ein bisschen was ist übrig geblieben, schade. So, hier natürlich jetzt noch besser, das ist so jetzt gerade der typische Vorführeffekt. Also das ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen. So, mal gucken, ob wir das noch abkriegen. Ja, das ist aber auch hartnäckig, das Zeug. Ja, komm, komm, trau dich. Also ein bisschen was haben wir noch weg. Gut, also das brauchen wir aber eh nicht, denn uns interessiert natürlich hier der Inhalt. So, das lege ich mal aus dem Bild raus. So, das auch. So, jetzt alles weg. Sind wir noch nicht weg. Oh, ich hasse das, wenn das nicht so klappt, wie es soll. So, ich denke mal, so können wir es lassen. Also hier Landwirtschaftssimulator 17. Wir öffnen mal den Deckel. Da. Und da blickt uns schon einiges an. Wir werden mal, oh, das, ich komme mir gerade vor wie bei Mekvorago mit dem, ach wie heißt das, Loot Chest, genau so ähnlich. Also wir schauen mal, wir haben hier entsprechend den 926 Vario als Modelltraktor. Das ist ja knuffig, finde ich richtig gut von Sico. Sico ist eigentlich eine ganz gute Firma, die machen auch richtig gute Sachen. Oh, ab 3 Jahren aufwärts, Mist, muss ich weglegen, darf ich jetzt noch nicht benutzen, muss ich noch ein bisschen warten für. So, dann haben wir, oh, Landwirtschaftssimulator 17. Das sieht aus wie ein Schlüsselband. Das wollen wir aufmachen. Na komm, voll Schnürschuh. So, Verpackung natürlich weg. Ja, wunderbar. Ein Keyholder, wie das so schön heißt. Wo hier sogar irgendwo mit Klettverschluss noch dran oder was? Oder war das nur einfach verklebt? Nein, war nur einfach verklebt. Also, ein kleiner Keyholder. Hier oben entsprechend kann man ihn auch öffnen und wieder verriegeln. Ich bin mal gespannt, wie lange das Ding hält. Aber sieht schon mal ganz schick aus. Das heißt, wir haben also auch auf alle Fälle ein paar Goodies mit dabei. So, jetzt kommen natürlich erstmal die wichtigsten Sachen. Ne? Als erstes hier Exclusive Inside Landwirtschaftssimulator 17 Modding Video Tutorials. Dafür haben sie eine eigene CD gemacht. Das ist schon mal richtig klasse. So, und jetzt geht's los mit den Aufklebern. Und zwar haben wir hier den Challenger MT800E. Zeige ich euch mal gerade. Das ist da also auch entsprechend mit drin. Ich zitter ein bisschen, weil ich habe die Kamera in einer etwas ungünstigen Position. Gestern zu viel gesoffen. Also nur die Position, ohne zu trinken. So, dann haben wir Ferguson. For New Generation. Ich halte das immer so ein bisschen schief in die Kamera. So, auch ein Aufkleberchen. Ich frage mich, wo die Leute die ganzen Aufkleber hinpacken. So, Valtra, Your Machine Working. Auch nicht schlecht, also da ist entsprechend von verschiedenen Herstellern ein bisschen was dabei. Und ja, Trelleborg ist uns ein Begriff, den hatten wir ja auch schon im 15er entsprechend. So, das werden wir mal oben hinlegen, weil es gibt eine ganze Menge. Leli oder Lilai, Invaders in Agriculture, keine Ahnung, wer das ist. Könnt ihr gerne die Kommis schreiben, sagt mir jetzt soweit nichts. So, dann haben wir das schon mal da. Und dann geht's mal weiter. Ja, das ist ein Begriff, ne? Fendt, das kennen wir. So, jetzt wird hier richtig voll. Wir haben so viele Aufkleber da drin, das ist unglaublich.
So, Rostelmarsch. Ja, da haben wir doch beim letzten Mal schon so ein bisschen Probleme gehabt mit dem, mit der Artikulation, mit dem Ausdrücken. So, und jetzt wird es hier langsam richtig voll. Das hört überhaupt nicht auf. So, Joskin sagt mir auch nichts, ist aber auch mit dabei. Schön. So, den packen wir mal da drüber, das hört überhaupt nicht mehr auf. Ja, Horsch, das kennen wir, ne? Horsch ist bekannt. So, packen wir mal hier mit drüber. Also man sieht, ich brauche demnächst einen größeren Tisch für das Ganze hier. Ja, Stiel brauche ich nicht viel zu sagen, ne? Ist jeder ein Begriff, der mit Landmaschinen oder mit Baumaschinen oder auch mit Kettensäge und Co. KG hantiert. Da ist Stiel natürlich ein Name, der bekannt ist. So, jetzt kommen wir hier dazu. Das ist schön versiegelt. Das werden wir mal vorsichtig öffnen. So. Und die Katze ist jetzt gerade hier schon wieder unterwegs. Ich werde das mal gerade zerknüllen, weil die Katze mag das. Und werde die mal kurz wegscheuchen. So, ihr habt es gesehen, ne? So läuft das hier bei uns. So, Landwirtschaftssimulator 17. Was haben wir denn? Oh, die Artworks. Oh, da würde ich meine Freundin freuen. Die ist so ein Freund von Artworks, weil die zeichnet auch sehr gerne und sehr gut. Also das hier schon mal verschiedene Artwork-Karten. Das sieht richtig gut aus. Ich stapel die aber hier jetzt mal auf die Seite, weil ansonsten weiß ich nicht mehr, wohin damit. So, dann... Wow, das sieht auch interessant aus. Central Transport, wow, also das sind, denke ich mal, Sachen aus dem Spiel, die dann im 17er auch zu sehen sein werden. Das wird wirklich, wirklich interessant. Ich will mal gucken, ob ich vielleicht auch schaffe, das heute noch aufzunehmen, die erste Folge. So sieht ein Holzfäller aus mit Schutzausrüstung. So habe ich mir das früher auch vorgestellt, bevor dann mein 25-millionster Bandscheibenvorfall kam. Dann gucken wir mal weiter. Okay, das sieht aus wie eine Mühle bei Regen. Also Regen werden wir wohl auch wieder kriegen. Aber ich muss echt sagen, die sehen richtig, richtig schön aus, diese Artworks. Die werde ich dann gleich mal meiner Freundin geben. Die kann das dann mal fachmännisch beurteilen. So, und da ist noch unser Farmgirl. Ne? Cowgirl kann man ja im Moment nicht sagen. Wir sehen keine Kühe, aber Farmgirl passt auf alle Fälle. Sieht ganz nett aus, das Mädel. Und von daher, ja, eine Menge Art dabei. So, jetzt kommt natürlich das Eigentliche und ich merke schon, oh, das Ding ist richtig schwer. Da ist nicht nur eine CD-Hülle mit CD, sondern da ist noch ein bisschen mehr drin. So, die Verpackung legen wir auch mal auf die Seite und jetzt brauchen wir doch noch mal unser professionelles Öffnungsmesser. Da werden wir mal ganz vorsichtig entlang der vorgegebenen Öffnungsspalte der Verpackung hier gerade mal die Folie abziehen. So, meine Katze guckt gerade, als ob ich hier Weihnachten für sie mache, weil sie sieht jetzt hier nur noch Kruschel, Kruschel und Juhu. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Also, das erinnert so ein bisschen an das Ganze, wie es bisher war, ist aber ein bisschen erweitert. Und zwar steht jetzt hier zusätzlich noch eine ganze Wagenladung neuer spannender Inhalte. 250 originalgetreue landwirtschaftliche Fahrzeuge, sind Zubehör, 75 Hersteller sind dort vertreten. Cool. Neu dabei die beliebten Marken von Challenger, Fendt, Massey Ferguson und Valtra. Naja, da lassen wir uns mal überraschen. Ernte viele verschiedene Sorten von Nutzpflanzen, darunter zum ersten Mal Sonnenblumen, Sojabohnen. Oh, das klingt gut, das heißt, wir kriegen da jetzt auch dementsprechend neue Fruchtsorten mit rein. Und was haben wir denn noch so mit dabei? Kühe, Schafe, Hühner und neuerdings auch Schweine. Also auch ich darf jetzt da endlich mit in dem Spiel mitspielen, das finde ich klasse. Forstwirtschaft ist natürlich mit dabei. Güter werden mit Trucks und Güterzügen an die Bestimmungsorte transportiert. Da bin ich mal gespannt, ob das wieder Bahnhof ist oder ob wir da vielleicht sogar selbst was machen können. Und online ist natürlich auch möglich. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze kurz mal hier von der Seite an. Also so sieht das hier auf der Rückseite aus. Ne, für alle, die mal wissen wollen, wie das Ganze hier aufgebaut ist. So, und hier sehe ich schon wieder alles Mögliche voll. Also zum einen haben wir natürlich La Cide. So, dann haben wir den Giants Editor. Developer Network. Das ist ganz lustig, weil da ist auf der Rückseite gleich eine Übersicht der ganzen Hotkeys, also die Tastaturbefehle sind dort mit dabei. So, Landwirtschaft 2017 Bonustraktor. Das halten wir mal kurz zu, weil es gibt nämlich auch einen Bonustraktor, den man sich runterladen kann, nämlich genau die Black Edition von dem Fendt 939. Und da können wir entsprechend dann uns einen zusätzlichen Traktor noch mit an Bord nehmen. So, dann haben wir ein Handbuch. Das Handbuch sieht wow,
richtig gut aus. Hat auch eine Übersichtskarte, das ist schon mal hochinteressant. Wir haben 36 Felder in Sosnovka. Also Sosnovka ist wieder mit dabei. Wir gucken mal, was wir noch dabei haben. Nämlich, wir wollen ja gucken, ob es eine neue Map gibt. Und tatsächlich, nämlich Gold Crest Valley. Das ist eine neue Map. Sieht hochinteressant aus, muss ich sagen. Denn wir haben hier 31 Felder, aber auch viele große Felder. Und Bauernhof wieder zentral in der Mitte. Wir haben eine Biogasanlage. Wir haben alles Mögliche hier wieder mit dabei. Mit Mühle, Spinnerei und, und. Also ich bin mal gespannt. Und Schweinegehege haben wir auch, genau. Das ist nämlich neben der Biogasanlage. Mal gucken, ob das irgendwie in Verbindung hängt. Also die zwei Maps gibt es wohl zu spielen. Ich denke mal, wir werden unser Let's Play auf Goldcrest Valley starten und werden uns das Ganze mal anschauen. So, ich schaue mal ganz groß, ob es da irgendwelche zusätzlichen Sachen gibt. Okay, Sojabohnen, Kartoffeln, Zuckerrüben, Sonnenblumen, Gerste, Mais, Raps, Weizen, Zuckerrüben. Hatten wir zweimal. Okay, Milch, Wolle, Schwein, Baum und Hackschnitzel. Ja, das ist auch entsprechend eigentlich nichts Neues. Außer den neuen Fruchtsorten. Da bin ich gespannt. So, jetzt gucken wir mal, bevor es losgeht. Also, wir brauchen Windows 7, 8 und 10. Ach nein, oder 10. Ein Dual-Core, 2 GHz. Das kriege ich gerade so hin. 2 GB Arbeitsspeicher. Oh je, hoffentlich habe ich da genug. Und eine, ja, 1 GB Grafikkarte. Da muss ich nochmal gucken, ansonsten ein bisschen aufrüsten. Festplattenspeicher 6 GB. Puh, ja, okay. Also alles wie gesagt gar kein Problem. Lässt sich also auch schon mit relativ kleiner Hardware spielen. Und von dem Punkt bin ich mal gespannt, wie das Ganze dann sich entwickelt. So, das legen wir hier oben hin. Dann haben wir noch The Art of Modding. The Art of Modding. Ich war nie so der große Modder-Mensch. Weil wenn ich Modder gebe, das Schmodder, also das ist nicht so toll gewesen. Hier ist also entsprechend alles genau erklärt mit Assets und allem drum und dran, wie man Objekte dupliziert, platziert, wie man die rotieren lassen kann, wie man die in die Map einfügt, wie man sogar hier Berge und Hügel, Täler, Erosion oder sonstiges darstellen kann. Es ist unheimlich viel erklärt hier drin, ne? Dann gibt es 3D-Mods, dann gibt es Partikel-Mods und. Also die Modder-Szene wird sich freuen, da gibt es wieder viele, viele neue Infos drüber. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, mein Ding ist es nicht, aber es ist halt dabei. So, dann haben wir hier Landwirtschaftssimulator 17. Da sieht man es schon. Ich vermute mal, das dürfte dezent ein Poster sein. Und wenn ich jetzt noch geschickt aufkriegen würde, so, dann sehen wir auch hier entsprechend den Fendt 939. Ne? Den als Poster, so, jetzt halte ich es auch mal so, dass ihr das sehen könnt, ist ein bisschen blöd, so, ist ein schickes Teil, ist so A2 Größe und ich bin mal gespannt, jawohl, auf der Rückseite ist entsprechend auch hier wieder wie beim 15er die Karte mit drauf, wo man genau sehen kann, wo was ist. Wäre vielleicht eine Idee, dass ich mir das Ding dann direkt aufhänge, damit ich, alter Mann, nicht dauernd irgendwo im Nirvana rumfahre und dann gar keine Ahnung habe, wo ich eigentlich wieder bin. Ne? Ich habe ja so oft wieder so Specials gehabt, wo ich dann einfach mal hier querbeet durch die Gegend ja, vorbeigefahren bin, aber nicht dahin, wo ich eigentlich hin wollte. So, und hier natürlich, last but not least, die CD selber. Ja, MacVorago hat schon geschrieben, er macht das alles nur noch von Steam. Ja, ist eigentlich auch eine einfachere Variante, weil man muss ja zum Spielen immer die CD einlegen. Allerdings bin ich auch noch so ein bisschen Freund von den CDs, weil da ist halt, wie gesagt, dieses ganze Zusätzliche noch mit dabei. Wer das natürlich alles nicht braucht oder nicht will, der kann, oh, da sind sogar zwei Sachen dabei, ach geil, der kann dementsprechend natürlich auch die Steam Online-Version holen. Ich glaube, die ist auch schon draußen, ich weiß es gar nicht, ich war schon ewig nicht mehr bei Steam drauf. So, und ich habe ja schon mal im letzten Vorstellen hier eben gesagt, der Fendt 939 ist mit dabei, ne? Aber, jetzt habe ich gerade gesehen, auf der Rückseite ist noch ein Challenger mit dabei und schaut euch den mal an, der Challenger, der MT700E, ist in der Stealth Edition, in der Tarn Edition, also ich bin mal gespannt, das ist ein Raupengerät, das wird wahrscheinlich mal richtig viel Power haben, also ich freue mich schon richtig darauf, das Spiel zu entdecken. Ja, sag für heute erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen, einige werden mich ja schon vermisst haben, aber ihr seht, es geht jetzt wieder weiter und mal gucken, ich denke mal, die nächsten Tage werden auch dann die ersten Folgen online gehen. In dem Sinn, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, Servus und Tschüss.